Hi, ich bin Lia und ich begrüße euch ganz herzlich bei mir auf dem Kanal. Ich werde den Rat der Mu heute für euch channeln von Lemuria. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen haben. Und für die, die neu sind und mich noch nicht kennen, ich versuche immer so viel Energien wie möglich zu kanalisieren. Das heißt, es zum Channeling-Prozess dazu gehört, dass einfach ein paar Geräusche davor kommen, der Körper lustige Dinge machen kann. Nehmt das bitte mit einem offenen Herzen auf, bevor dann die wirkliche Botschaft kommt. Kann das 1, 2 Minütchen dauern. Und ja, dann bin ich gespannt, was die Mu für uns zu sagen haben. Willkommen, willkommen, wir sind der Rat der Mu. Wir befinden uns außerhalb eures Erdorbits, da wir uns entschieden haben, vor vielen, vielen Jahren unsere Körper zu verlassen im Transformativprozess und unterstützen seitdem her die Erde, Gaia, die Wesen von Gaia als auch das Menschenkollektiv. Wir waren vor vielen Tausenden von Jahren mit unseren Körpern auf eurer Erde verankert für viele, viele, viele Zehntausende von Jahren. Wir waren bekannt als Lemuria in euren Geschichtsbüchern. Lemuria ist wie Atlantis zur damaligen Zeit gefallen. Ein Grund hierfür war Kämpfe und Kriege zwischen Atlantern und unseren einst. Unsere Spezies hatte nie die Absicht zu kämpfen oder zu kriegen. Unsere Aufgabe war das Hüten von Harmonie und Balance, besonders Balance des Wasserreiches als auch der Pflanzen. Wir sind und waren immer ein friedliches Volk, das Fließen bevorzugt hat, das Fließen mit den Gezeiten, das Fließen mit den Energien und das Fließen des Kosmos selbst und der Energien darin. Wir waren immer Teil dieser Energien und des Flusses. Als unsere Brüder und Schwestern sich entschieden haben, den Unfrieden zu wählen vor dem Frieden und unsere Völker sich in Krieg befunden haben, sind viele von uns in Erdkapseln geflüchtet innerhalb der Erde. Und einige haben wenige hunderte Jahre danach sich entschieden, den Körper zu verlassen und seither über den Hohen Rat der Mu die Erde zu unterstützen. Wir sehen ähnliche Vorkommnisse im Kollektiv der Menschen als auch der Tiere, in denen der Krieg von damals sich widerspiegelt. Er sitzt seither in euren Genen, da ihr die Nachkommen von Atlantis und Mu seid, sowie Shambhala und andere alte Völker. Nur weil Energien Teil eurer Gene sind, welche euer Bewusstsein auf die eine Seite als auch den Körper auf die andere Seite co-kreieren, heißt das nicht, dass ihr Opfer seid eurer Genetik.
Ihr könnt mit eurem Bewusstsein und der bewussten Entscheidung eure Genetik an- und ausstellen, in jeder Hinsicht. Ein Weg, die Genetik zu transformieren, ist die bewusste Entscheidung, das Gen, welches den Wunsch nach Macht und Kampf in eurem Bewusstsein ruft und in eurem Körper aktiviert und Energien dahingehend mobilisiert, zu transformieren. Diese Transformation ist die Entscheidung, Frieden zu wählen in jedem Augenblick, in euren Gedanken, in euren Gefühlen, in euren täglichen Gesprächen und Gedanken mit euch selbst und anderen Menschen, als auch euren Taten, anderen Menschen, der Natur und euren Tierwäldern entgegen. Alles liegt in eurer Hand. Alles liegt in der Hand jedes Einzelnen, den Frieden zu wählen und bewusst die Genetik auszustellen. Nicht um sie auszuschließen und Grenzen zu ziehen, sondern sie durch das Ausstellen und die bewusste Entscheidung, diese Genetik nicht mehr zu wählen, zu integrieren. Denn alles im Kosmos, im Inneren als auch im Äußeren, wünscht sich Integration durch Liebe und Annahme und Akzeptanz, dass alles seine Berechtigung hatte für eine gewisse Zeit. Und wir sehen, dass die Zeit reif ist. Wir hören die Rufe des Individuums. Wir hören die Rufe des Kollektives nach Frieden. Daher haben wir uns entschieden, heute zu diesem Thema mit euch zu sprechen, um euch daran zu erinnern, dass ihr jederzeit die Wahl habt, eure Genetik mit euren Entscheidungen zu transformieren. Transformation, liebe Brüder und Schwestern, ist hier der Schlüssel. Transformation des Inneren, der Bewusstseinswelt und damit des Energiefeldes und schlussendlich der Realität, in der ihr euch befindet. Gemeinsam als Kollektiv, wenn genug Menschen die Entscheidung getroffen haben, Frieden zu wählen, vor dem Krieg, vor der Macht und dem Kampf, wird dieser Effekt merklich sein auf alle anderen Menschen, auf alle anderen Wesen, die mit euch gemeinsam den Planeten bewohnen. Und Frieden kann sich in eure Realität projizieren auf allen Ebenen. Ja, damit ist Krieg und Macht und Unfrieden ein Teil eurer Evolution, welcher eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wir bitten euch, auch das zu erkennen. Euch nicht zu verurteilen, niemanden zu verurteilen für den Evolutionsschritt, der lange Teil war und der sich jetzt im Übergang befindet mit eurer Entscheidung. Die Zeit ist reif, liebe Freunde. Die Zeit ist bereit, Brüder und Schwestern. Und wir sehen euch mit dem Ende des Zykluses und den Eintritt in den neuen Zyklus der Erde und der Menschheit an der großen Schwelle zum Frieden. Zum Frieden in jedem Einzelnen von euch, in jedem Zentrum, in jedem Chakra, in jeder Zelle. Und in jedem Körper, jedem Verstand und jedem Geist. Und wir, die Mu, sowie unzählige andere Völker der höheren Dimensionen und Dichten, Sternenvölker, eure Familien und anderen, übermitteln euch genau diese Energien, die euch unterstützen, den Frieden zu wählen. Doch zuerst befinden sich einige von euch in Situationen, in denen sie Unfrieden wiederfinden, Unfrieden in ihrer äußeren Realität, Unfrieden in ihren privaten Beziehungen. Doch all das ist nicht, um euch zu schaden, sondern um euch zu zeigen, welche Wahl ihr im Inneren zu diesem Moment getroffen habt, um diese Wahl zu korrigieren. Nutzt jede Situation, wann immer ihr möchtet und ihr euch bewusst seid, erneut den Frieden zu wählen, und ihr werdet massive Veränderungen in euch, in eurem Leben und eurem Bewusstsein wahrnehmen. In der Realität, in der ihr euch befindet, wird der Frieden sich mehr und mehr integrieren, etablieren und ausbreiten. Und mit diesem Schritt wird das Kollektiv der Menschen transformieren und in das neue Zeitalter übergehen. Und wir warten auf der anderen Seite auf euch.
Wir warten so viel, so wie andere Völker, Familie, all diese warten auf euch auf der anderen Seite des Zykluses und wir begrüßen euch von Herzen gerne und begleiten euch die nächsten Schritte in diesem Prozess. Wir sind der Rat der Mu und es war uns eine Ehre, mit euch zu sprechen. Ich danke euch. Ich danke euch von Herzen, dass ihr diese wunderschöne Botschaft bekommen habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehr, sehr gerne lasst mir einen Kommentar da. Immer Interaktionen sind ganz, ganz willkommen bei mir. Ich antworte sehr gerne auf die meisten Kommentare, so wie ich es kann, wie ich die Zeit finden kann. Und ich danke euch für jedes Teilen, für jedes Abo. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Abend, eine schöne Zeit, wo immer ihr euch befindet. Alles Gute und bis bald.